auch die Hallenhälften waren unterschiedlich von der Beschaffenheit. Also auf der einen Seite gab es mehr Stellen, die wirklich spiegelglatt waren. Und mit dem ersten Treffer. So, erster Ballverlust für die Gäste. Schön gespielt. Aber Hinkelmann scheitert dann. Zweiter Fehlwurf. Mit dem Fehlwurf. Und diesmal die Torfrau Lara Lepschi. So, Sharon Neutner wieder an der Kreiselbewegung. Zeitspiel angezeigt. Und Monja Smits nimmt sich ein Herz. Oh. So, die Schiedsrichterinnen, denke ich, zeigen schon an, passives Spiel. Und das darf eigentlich nicht passieren. Schöner Wurf. So, schneller Angriff. Und da ist auch schon der erste Treffer. Das sind natürlich aktuell auch der Garant für diesen Spielstand. Und da ist der nächste Ball schon wieder in den Händen der Sportunion. Wunderbar, Alessia Rina. Schönes Anspiel an den Kreis. Aber Lena Ivankov fängt auch diesen Ball weg. Ja. Passiv angezeigt. Ja, starkes Anspiel an den Kreis. Schöner Heber über die Lena Ivankov. Es gibt keinen Pass mehr. Das heißt. So, ach, das. Wunderbar. Mit dem. Hättest du damit gerechnet, dass Nina Engel. Bei der hohen Führung bisher. Schön durchgespielt. Ja, auch hier, wenn du halt diese Chancen heute nicht reinmachst, dann. Ja, jetzt kommt schon der Arm hoch, passives Spiel schon wieder erreicht. Also, das. Hier mal eine schöne Aktion und du siehst selbst wieder Lena Ivankov erfolgreich. Spiel angezeigt. Noch die vollen vier Pässe. Und jetzt auch Abendorp. Ja, schöner Treffer. Die Fans stehen schon alle auf, sind begeistert heute von ihrer Mannschaft. Und Marlos Holzding hat nun auch endlich Erfolg von Rückraum rechts mit ihrem ersten Treffer. Oh, das war auch ganz schnell hier. Wir haben noch knapp 2 Sekunden. Ja. Ja, da kann die Sportunion jetzt mal feiern.